guten Morgen im Namen von Jonas, Georg und meiner Wenigkeit. Wir wollen heute mal ein bisschen anschauen, völlig entspannt und gut gelaunt, wie immer. Woher kommen eigentlich alle diese Befehle? Die kommen ja nicht irgendwie von irgendeinem Bundesrat oder von einem Regierungsrat, sondern die taktgebende Behörde ist die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, gegründet 1948. Und das ist eine Abteilung, wenn man so will, oder ein Zentrum der Vereinigten Nationen. Also, schauen wir mal, was da dahinter steckt. Wir sind wieder zurück von unserem Planeten mit unserem Raumschiff und blicken mal auf unseren obersten gesundheitlichen Taktgeber, geführt von Tedros Adhanom Ghebreyesus aus Äthiopien und im Moment ausgesprochen impforientierte Weltgesundheitsorganisation, wenn man das wirklich genau anschauen will. Es gibt Basic Documents und das ist die 49. Auflage, die kann man auf der Homepage der WHO runterladen. Ich habe mir das angetan, aber es ist jetzt nicht unbedingt Ferienlektüre oder es ist auch nicht wirklich so, dass man da sehr, sehr Spannendes entdeckt. Aber wenn man natürlich etwas berichten will über die WHO, dann muss man sich das antun. Und vieles beruht ja irgendwo auch auf der universellen Deklaration der menschlichen Rechte. Und da findet sich in Artikel 29 hochspannend: These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. Also da fängt es ja schon an, also die unsere Freiheit darf nie ausgeübt werden in Widerspruch zu den Prinzipien der Vereinten Nationen. Das ist natürlich ausgesprochen ein fluider Paragraph, der auch dehnbar ist. Und wie man sieht, mit Begriffen wie Notrecht und Infektionsschutzgesetz und Gesundheitsschutz natürlich beliebig gummig veränderbar. Nun, was definiert die Weltgesundheitsorganisation eigentlich als Gesundheit? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Also, die sagen selbst, Gesundheit ist ein Zustand kompletter physischer, geistig, mentaler und sozialem Wohlbefindens. Und nicht nur, not merely the absence of disease, und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Es lohnt sich, das im Moment setzen zu lassen. The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest cooperation of individuals and states. Also das ist schon auch wieder, die Gesundheit aller Menschen ist fundamental verknüpft mit Frieden und Sicherheit und ist abhängig vom vollsten Gehorchen und Kooperieren aller Menschen und aller Staaten. Also das ist ja eigentlich, das hört man ja auch immer wieder in verschwörungstheoretischen Kreisen, diese Einweltregierung, One World Order auch genannt, oder? Dass da alle müssen einfach gehorchen und wenn etwas gesagt wird, dann müssen alle Individuen und alle Staaten, solange es die Staaten noch gibt, die müssen auch gehorchen. Auch das erinnert mich ein bisschen an zwei ganz bestimmte Bücher, die wir immer wieder zitiert haben. Aber interessant ist doch, es ist nicht, die Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und vor allem auch Social Wellbeing interagiert etwas mit Social Distancing und mit Stay at Home und keine Familien feiern und es sind da gewisse Widersprüche, die auch aus den Statuten der WHO nachlesbar natürlich interferieren. Also das heißt, wenn wir impfen sollen, dann sollen wir impfen, dann müssen alle kooperieren, selbstverständlich, hat ja auch
Bill Gates gesagt, der größte Sponsor mittlerweile, die Gates Foundation von der WHO, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Also das ist so. Nun, 2009 gab es ein Warm-up, das Training für Größeres, das war die Swine Flu, die Schweinegrippe, Schweineepidemie, diese Screening Center, das haben wir auch alles wieder, diese Untersuchungsstationen der Predigerkirche, Notfallstation Münchenstein für die Basler Region, sonst wo die sonst sind, weiß ich nicht, oder? Und da hat man schon mal geübt, aber das lief dann völlig aus dem Ruder, weil irgendwie gab es viel weniger Fälle und Tote, schon praktisch gar keine Tote. Und da gab es dann einen Advisor, einen Berater, John McKenzie, was in fact one of the advisors who urged the World Health Organization to declare a pandemic in the first place. He also has ties to vaccine manufacturers, making him part of the very charge being investigated. Also man fand dann, dass dieser oberste Berater John McKenzie, der die WHO gewissermaßen genötigt hat, die oberste Pandemiestufe auszurufen, das gab es damals noch, dass der große Verbindungen hatte zur Impfindustrie, zu Produzenten von Impfstoffen. Der Panderix wurde ja dann auch herausgebracht von insbesondere GSK, GlaxoSmithKline. Und das führte dann zu einer Untersuchung, ein Cover-Up-Committee. Da wurde dann noch solche Missstände untersucht, oder? Aber er war sich natürlich, Professor John McKenzie of Curtin University in Australia, was a member of the very panel that advised the WHO to declare the H1N1, also die Schweinegrippe-Pandemie. Und er ist immer noch völlig mit sich im Reinen. In fact, McKenzie is already on record with his assessment of his own actions. I think we did everything right, he told Der Spiegel earlier this year. Und evidence continues to mount that the WHO declared a pandemic for the relatively mild H1N1 outbreak, also die haben bei einer relativ milden Epidemie, man kann ja nicht von Pandemie reden, last year in order to trigger billions of dollars of automatic vaccine contracts for the benefit of WHO advisors with connections to Big Pharma. Und die Direktorin damals, Margaret Chan, hat dann ausgerufen, for a frank, critical, transparent, credible and independent review of our performance before entering a closed door meeting with the independent experts. Also die haben dann ein Meeting gemacht. James Corbett schreibt das schön in Anführungszeichen, mit unabhängigen Experten. No photographers were allowed inside and press was allowed only occasional access to the meeting. Also da war keine Fotografen und nur ganz in bestimmten Sequenzen war dann auch die Presse in diesem so unabhängigen Untersuchungsausschuss mit völlig unabhängigen Experten. Interessant ist auch, jetzt hat die WHO in Sachen Pandemie etwas verändert. Und zwar wurde das jetzt im April, wurden die Kriterien verändert. Also früher musste das ein Erreger sein, egal ob Bakterien oder Virus, das sich relativ schnell verbreitet und ausgesprochen havarievoll ist, also tödlich ist, sehr, sehr stark ansteckend und mit einer hohen Letalität, wie damals beim SARS-1 mit etwa 10%, was ja bei SARS-CoV-2 überhaupt nicht der Fall ist. Immer wieder kommt das dann raus, the handling of the H1N1 pandemic, more transparency needed, also mehr Transparenz. Ich weiß nicht, wo die Transparenz jetzt genau ist. The system of pandemic levels needs to be revised, he was quoted as saying, das war wieder McKenzie, we need to fine-tune Phase 6, so that the severity of the disease is also taken into account. Also das heißt, nicht nur die schnelle Verbreitung und die Tödlichkeit, sondern auch die Heftigkeit muss damit eingebracht werden und diese Stufen wurden dann abgeschafft. Eine
führende Persönlichkeit in diesem europäischen Untersuchungsausschuss, wie wir gleich sehen werden, ist Wolfgang Wodarg, der mittlerweile als Hexe verbrannt wird, weil er sich gegen Christian Trostanocchio gestellt hat und gesagt hat, wir vergleichen Dinge, die wir nicht vergleichen können, weil wir haben gar keine Vergleiche zum Vorjahr. Und der auch gesagt hat, lassen Sie dieses unsäglich intensive Testen weg und die Pandemie wird weg sein, hat er nicht im März und im April gesagt, sondern jetzt wieder in diesem Sommer. Und das war dann ein europäischer Ausschuss und auch wieder die Forderung, more transparency needed. Und da kamen dann tatsächlich einige Schummeleien zum Vorschein, auch mit Pharmafirmen sogar. The Mainstream, the British Medical Journal, das ist wirklich Mainstream in der Fachliteratur, titelt da WHO and the Pandemic Flu Conspiracies. Also da haben auch die gemerkt, dass das nicht ganz so okay gelaufen ist. Es wurden viele, viele Millionen Dollar wurden Impfstoffe gekauft und dann vernichtet, oder? Und man sprach dann, wie jetzt auch im April 2009, wie ihr seht, Pandemic Preparedness. Und da hieß es, eine Influenza Pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in epidemic worldwide with enormous numbers of deaths and illness. Das war die alte Definition, also eine Influenza-Pandemie, Grippe-Pandemie, tritt auf, wenn ein neues Virus auftritt, gegen das noch keine Immunisierung in der menschlichen Population vorhanden ist, mit dem Resultat weltweite Verbreitung mit einem enormen Anzahl an Toten und Kranken. Das war jetzt im April 2009, Mai 2009 wurde das ein bisschen verändert. A disease epidemic occurs when there are more cases of that disease than normal. Also das ist schon ein bisschen anders. Enormous numbers of deaths, große, enorme Zahl von Toten. Oder epidemic disease occurs when there are more cases of that disease. Also wenn mehr Fälle da sind als sonst, etwas mehr Fälle als sonst, und dann ist das schon eine Pandemie. A pandemic is a worldwide epidemic of a disease. Ja, das ist richtig. An influenza pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity. So kann man die Begriffe dann einfach irgendwie drehen. Das hatten wir schon, da gab es dann wieder ein Meeting und wieder keine Fotografen und keine Presse. William Engdahl, ein investigativer Journalist, der hat dann einen Artikel geschrieben, Ende 2009, als da schon unglaublich viel Geld geflossen war. WHO Swine Flu Pope under investigation for gross conflict of interest. Und dieser Swine Flu Pope, dieser Schweinepest oder Schweinegrippe-Papst, das ist Dr. Flu, Professor Albert Osterhaus, ein Niederländer, der da ganz, ganz schön die hohle Hand gemacht hat. Und da ist Margaret Chan, sie ging dann mit gutem Beispiel voran. Und sie sagte, ich werde mich dann natürlich als Erste impfen lassen, wenn dann dieses Impfmittel gegen die Schweinegrippe da ist, gegen dieses Pandemrix. Sie hat sich nie impfen lassen, das weiß man, oder? Da wurde aber schon richtig gekauft. Many countries rolled out their vaccination programs over the past 2 months. But the take-up rate has been lower than expected. Was heißt das? Die Staaten haben sehr viel Impfstoff eingekauft gegen die Schweinegrippe, aber es wollte sich dann einfach niemand mehr impfen lassen. Also ich glaube, Deutschland waren noch 10%, in der Schweiz auch irgend sowas. Schauen wir mal. Germany said in early December it wants to sell spare vaccines to other countries. Also die haben dann schon im Dezember 2009 haben sie dann Abnehmer gesucht in anderen Ländern, weil die Deutschen wollten sich nicht impfen lassen. While Switzerland said in mid-December 2009 that it would give away part of its stock to developing countries and sell another part to countries that are still trying to procure vaccines. Also die Schweiz hat dann
In ihrem Edelmut hat sie gesagt, sie würde einen großen Teil der Impfvorräte an Drittweltländer verschenken, obwohl in der dritten Welt gab es überhaupt keine Schweinegrippefälle, oder? Und einen anderen Teil würde die Schweiz verkaufen an Länder, die immer noch versuchten, diesen Impfstoff zu bekommen. Es gab einfach keine, weil die sind ja nicht blöd. 2009 gab es schon Internet und Nachrichten und Fernsehen, und die haben ja gemerkt, in Deutschland, in der Schweiz und so, die größten Impfeinkäufer, da hat sich die Bevölkerung nicht impfen lassen. Also man hat es verschenkt in die dritte Welt, oder man hat es vernichtet. Also man hat endlos viel Steuergeld vernichtet, weil irgendwelche Funktionäre da die WHO, sagen wir mal, nicht ganz unabhängig beraten haben. Wer ist eigentlich der Sponsor der WHO? Das ist zum Beispiel das World Economic Forum mit Professor Klaus Schwab, der ja von diesem Great Reset spricht. Also der sagt, jetzt nutze oder lasse keine Krise ungenutzt vorbei. Jetzt können wir alles völlig neu verändern. Wir können, hat er gesagt, jetzt den sozialistischen Kapitalismus einführen, weil jetzt sind alle bereit, wirklich etwas zu verändern. Und das war noch im 2019, da waren noch Amerika, Vereinigte Staaten, waren noch der größte Sponsor mit 281 Millionen Dollar. Aber ihr wisst, Bill Gates, Donald Trump hat sich verabschiedet, im Moment zumindest, oder? Und das heißt, der Runner-up Bill and Melinda Gates Foundation ist jetzt auf Platz 1 gerückt, letztes Jahr mit knapp 230 Millionen Dollar Sponsorengelder. Interessant ist, man sagt ja immer, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Wer ist dieser Kopf? Tedros Adhanom. Er ist Ghebreyesus, das ist sein voller Name, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er wurde 2017 wurde er gewählt als Director General, replacing the controversial Dr. Margaret Chan. Das ist die sich als erste impfen lassen wollte für die gegen die Schweinegrippe. Er ist der erste Afrikaner, der an der Spitze der WHO steht. Er ist nicht Arzt, also das ist wie beim BAG Struppler oder das ist wie beim RKI Wieler, der ist immerhin Tierarzt, aber er ist nicht Arzt. Das ist irgendwie auch spannend, dass die keinen medizinischen Hintergrund haben an der Spitze der WHO. Naja, er hat einen Abschluss in Biologie von der Universität von Asmara in Eritrea. Und er war dort in einer Junior Position at the Ministry of Health under the Marxist Dictatorship of Mengistu. Er ist auch bekennender Marxist. Er war 2005 bis 2012 war er Gesundheitsminister in Äthiopien, in Eritrea. Das hat dann noch eine Konsequenz. Und er hat dann Bill Clinton getroffen, der große Philanthrop. Freund von Bill Gates, Jeffrey Epstein und so weiter. Monika Lewinsky hätte ich fast vergessen. Und hat dann eine Zusammenarbeit mit der Clinton Foundation, auch eine Foundation, auch eine philanthropische Organisation, begonnen im Kampf gegen HIV. Das ist ein edler Mann, dieser Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er hat dann auch als Health Minister von Eritrea hat er dann auch eine Funktion übernommen im Global Fund to Fight Against AIDS, Tuberkulose und Malaria. Und diese Funktion, dieser Job wurde bezahlt von der Bill und Melinda Gates Foundation. Und dieser Global Fund war auch immer wieder vor Gericht wegen Betrug und Korruptionsskandalen. Selbstverständlich ist er relativ nahe bei Bill Gates und seiner Foundation und der Impfassoziation Gavi, weil die Foundation ist ja der größte Geldgeber. Dass er nicht so wahnsinnig viel von Hygiene und Medizin versteht, hat Tedros Adhanom Ghebreyesus
bewiesen, weil während seiner siebenjährigen Amtszeit als Gesundheitsminister von Äthiopien, Eritrea, hat er 3 große Cholera-Epidemien einfach nicht wahrgenommen, wo die viele Menschen einfach gestorben, krank wurden und gestorben sind. Er hat die Cholera jedes Mal als akute wässrige Durchfälle bezeichnet und nicht als Cholera. Er kann natürlich nicht er allein, aber seine Gesundheitsbehörde, wo er ja der Head war, also der Vorsteher war, und da gab es dann ziemliche Aufstände. Hier sieht man es, Tedros lied and people died. With backers like Gates and Clinton, it was no surprise that Tedros went on after the stint as Ethiopian foreign minister, also er war dann auch noch äthiopischer Außenminister und wurde dann gewissermaßen auf den Posten des WHO-Generaldirektors gehoben. Und er ist der erste, despite being the first non-physician to hold the position, also der erste, der wirklich praktisch keinen medizinischen Background hat. Ja, Januar 2020, die WHO hat den Coronavirus-Ausbruch als globale Notstand, also globale Notsituation in Sachen Gesundheit deklariert. Und interessant ist, in making the announcement, WHO, also WHO leaders urged countries not to restrict travel or trade to China. Also da wusste man, da war noch nichts mit New York und da war noch nichts mit Bergamo. Man wusste, wenn etwas ist, dann kommt es aus Wuhan. Man sprach von Fledermäusen, Schuppentieren, Biowaffenlabors und so weiter. Endlose Theorien, meiner Meinung nach wahrscheinlich alle falsch. Und hat aber gesagt, ja, nein, also einfach bitte nicht den Verkehr, den Luftverkehr, den Reiseverkehr und den Handel mit China auf keinen Fall einschränken, so geht nicht. Even as some have shut down borders and limited visas, auch wenn schon einzelne Länder gewährt haben, im Moment, da kommt irgendwo, wenn etwas kommt, dann kommt es aus China. The Declaration, also die Aussage der WHO, den Handel und den Reiseverkehr mit China nicht einzuschränken, kam, some countries have started to close borders and restrict trade to China, also was ich gesagt habe, und als auch schon Airlines gewisse Flüge haben ausfallen lassen. Und was ja noch verrückt ist, ist, dass Tedros Adhanom Ghebreyesus hat ja dann ganz speziell China gelobt für ein hervorragendes Verhalten bei diesem Outbreak des Virus, also wirklich da große Lorbeerkränze verteilt, obwohl das nicht alles ganz so gut war. Man hat uns auch Informationen vorenthalten und so weiter. Das ist ja spannend, also die haben irgendwie 3000 Tote gehabt und dann war alles vorbei, haben einen völligen Lockdown gemacht, dann war irgendwie wieder alles vorbei, das ist wieder ausgebrochen. Also man weiß einfach nicht genau, was dort passiert ist. Aber interessant ist, das bringe ich dann in einem anderen Mal, dass Christian Drosten hat ja schon am 21. Januar diesen PCR-Test bereits gehabt, obwohl die wirklichen ersten Informationen, also nicht, dass es da ein Problem mit 7 Leuten gäbe, es waren wirklich 7, das hat der Augenarzt berichtet, in einem Spital wären 7 Leute erkrankt mit Corona auf, ich keine Ahnung, wie viel Einwohner in China? 1,3 Milliarden? Jonas, China, wie viele Millionen? 1,3, irgend so etwas. Also 7 Leute auf 1,3 Milliarden, plus minus. Und Drosten hat den PCR-Test schon am 21. Januar, es gibt Artikel darüber, obwohl die ersten wirklichen Informationen kamen am 22. Januar aus China. Das ist dann für eine andere Sendung. Ein interessanter Mann ist auch der Chief Executive Officer Health Operations, ja, die geben sich unglaubliche Titel, Michael Ryan, ein Ire, sieht auch ein bisschen so irisch aus, könnte noch so ein
grünes Leibchen haben, Lansdowne Road, Irland gegen Schweiz, so EM-Qualifikation, so, oder? Und der hat schon relativ früh gesagt, ich glaube es war April, Mai, hat gesagt, ja, die Familie ist nicht zu unterschätzen, das sind so Spreading-Nerds und Spreading-Nester, vielleicht müssen wir auch in die Familien reingehen und wenn dann irgendjemand infiziert ist, müssen wir ihn, take him out und isolate him, also rausnehmen und isolieren, egal ob das alte Menschen sind oder Kinder, das kommt doch vielleicht dem einen oder anderen etwas bekannt vor. Hören wir mal zu, wie das so entstanden ist. At some point it might be necessary to forcibly come in and take infected people out of their homes, away from their families and quarantine them, or take your children, come in and take your children and quarantine them, as long as they have the possibility of spreading the infection, that gives us the power to do basically anything. And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them. Den Mann, den wir kurz gesehen haben mit der Brille und der Glatze, das ist James Corbett. Der ist auch ein ganz, ganz toller Journalist, sehr investigativ. Der sendet immer von den Südwestküsten von Japan. Also ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie dann auch geflüchtet ist, oder? Aber unterliegt natürlich den gleichen Zensuren. YouTube ist ja weltweit wie wir alle. Darum sehr angenehm. Er ist extrem recherchiert, extrem faktenbasiert und spricht auch immer so ein bisschen um zwei Ecken herum. Also das einfach dieser Beitrag. Und das ist Michael Ryan. Also die Leute rausholen, auch die Kinder rausholen. Und das kennt ihr wieder. Wer gab Anweisungen an Gesundheitsämter, Eltern mit Kindesentzug zu drohen? Das ist dann neueren Datums bereits Anfang August. Und da gehen auch schon die Comics rum. Die Kids sehen so süß aus in ihren zurück in die Schule Klamotten. Ja. Und wir fragen uns, was ist jetzt anders als 2009 mit dieser Schweinegrippe? Vieles ist ja parallel, es gab diese Testzentren, es gab diese Hamsterkäufe, es gab diese unglaublich schnelle Entwicklung von diesem Panderix, wo übrigens immer noch heftige Gerichtsfälle laufen wegen Epilepsie und anderen Impfschäden. Aber Margaret Chan admitted, das ist die damalige Direktorin, the days when health officials could issue advice based on the very best medical and scientific data and expect populations to comply may be fading. Also sie sagt da, irgendwie sind die Zeiten vorbei, als die WHO und ihre Offiziellen im besten Wissen und Gewissen und basierend auf wissenschaftlicher Data versucht haben, die Bevölkerung zu einem gewissen Verhalten zu bringen. Diese Compliance, also diese Mitarbeit, geht zurück. Das haben sich natürlich die entsprechenden Menschen, unter anderem die WHO, aber auch ein Bill Gates, der sofort, ihr erinnert euch, nach dieser Schweinegrippe-Geschichte das nächste Jahrzehnt, also 2010 bis 2020, zum Jahrzehnt der Impfungen deklariert hat. Und was jetzt wirklich anders ist als vor 11 Jahren, weil es ist vieles, ist sehr, sehr vergleichbar, ist die Kommunikation. Es ist eine ganz andere Angstkommunikation. Das gibt offizielle Papiere, die der Referent K4 aus dem Innenministerium herausgeschleppt hat, wo drin steht, Bundesregierung Deutschland, wir müssen mit Angst operieren, sonst bekommen wir bei der Bevölkerung keine Disziplin hin. Interessant, die Medien haben das ganz kurz aufgenommen, diesen Referenten einfach als quasi als Wahnsinnigen verschrien und in eigenmächtig handeln, das ist völlig verschwunden, der Referent wahrscheinlich auch. Und das ist der Unterschied, dass wir jetzt wirklich Screaming News haben, wir haben Panik News, wir haben jeden Tag eine neue originelle Idee, Maskenpflicht, Reiserückkehrer, Quarantäne, Massentestungen, Kinder aus
in der Familie isolieren, Kinder rausnehmen, renitente Leute in die Psychiatrie einsperren und immer mit dem Drohfinger, wenn ihr nicht mitmacht, dann wird es wieder schlimmer. Und heute hat ein Facebook-Freund von mir, der Markus Diem, ein intelligenter Kopf, der hat wirklich gepostet, er hätte den Eindruck, dass jetzt mit dieser Maskenpflicht in Basel, mit diesen Umfragen, wo ja viele zustimmen, dass sie es toll finden, diese Maskenpflicht, dass die Leute hätten gar keine Angst mehr vor dem Virus, sondern sie hätten Angst vor dem nächsten Lockdown, wenn wir nicht ganz, ganz brav wären und nicht alles so machen würden wie damals um Ostern, als ja, Alain Gessler -Berset gesagt hat, er wäre sehr zufrieden mit dem Betragen seiner Bevölkerung. Also Michael Ryan, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ich bin sicher, liebe YouTube-Zensoren, das sind sehr, sehr gebildete Menschen, die sich jetzt Tag und Nacht arbeiten, die sich Data beschaffen und die wirklich zum Wohle aller handeln und nur das Beste für uns alle wollen. Und da sind wir froh, dass wir in so guten Händen sind, weil das wird vorbeigehen irgendwie, aber eben die Frage ist wie, weil Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Mann hat ja gesagt, ja, also trotzdem, also auch wenn der Impfstoff kommt, vieles wird bleiben, wie es ist. Social Distancing und auch die Maskenpflicht, die wird bleiben, der Impfstoff, der kann nicht alles. Und das zeigt mir, liebe Freunde, einmal mehr, ein weiser Mann, ich bin froh, der erste Afrikaner, gleich so ein weiser Mann an der Spitze der WHO, der denkt nicht einfach bis zum Impfstoff, der denkt nicht bis irgendwie die Super League im Fußball beginnt, nein, der denkt viel weiter und dieses weise Vorausdenken sagt ihm, liebe Freunde, Impfstoff hin oder her, ohne Maskenpflicht, ohne Social Distancing, ohne massiv reduzierte Feste, ohne massiv reduzierte Kultur, wird es nicht mehr gehen. Und das macht auch Georg Freude. Das lässt mich sehr gut schlafen, dass wir wirklich diese humanistische, postaufklärerische Tradition mit Kultur, mit Dialog, mit wirklicher Wissenschaft, dass die wir in guten Händen weiterführen können. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Ich sage danke, danke, liebe Herren, stellvertretend für andere, Michael Ryan und Tedros Adhanom Ghebreyesus. Gott sei mit euch und wir sind wieder mal auf unserem Weg zu unserem Planeten und weg. Tschüss.